Herzlich willkommen bei Quarks und Kaspers. Unsere Sendung ist frei ab 6. Warum ich das sage? Wenn Sie in die Programmvorschau geguckt haben, wissen Sie, es geht um Pornografie. Und die darf Kindern nicht zugänglich gemacht werden. Das ist Gesetz. Und ich möchte Sie beruhigen, einige vielleicht auch enttäuschen. Wir zeigen heute keine Pornos. Wir reden drüber. Haben Sie im Internet schon mal nach Pornos gesucht? Es würde mich nicht wundern. Es liegt nicht an Ihnen persönlich, es liegt an der Statistik. Denn etwa jede vierte Suchanfrage im Netz ist eine Pornosuche. Jedes Jahr werden mehrere Milliarden Stunden Pornos angesehen. Es gibt selbstverständlich auch Forscher, die sich mit Pornos beschäftigen. Rein wissenschaftlich natürlich. Davon berichten wir jetzt. Wie kann man die Wirkung von Pornografie messen? Wissenschaftler nutzen dafür außergewöhnliche Methoden. Millionen konsumieren täglich. Macht Pornografie süchtig? Pornografie ist nie für Kinder gemacht. Die meisten Kinder gucken trotzdem. Mit welchen Folgen? Zunächst möchte ich mich aber bei allen bedanken, die an unserer Internetumfrage teilgenommen haben. Wir haben sie anonym zu ihrem Pornografiekonsum befragt und 11.000 Menschen haben teilgenommen. Allerdings haben nur 200 unsere Umfrage geliked, sich also öffentlich dazu bekannt, dass sie das Thema Pornografie interessiert. Trotzdem, 90% aller Befragten, die sagten, ja, wir sollten mehr über das Thema Pornografie sprechen. Und genau das machen wir. Denn es gibt Pornografie und es bringt nichts, die Augen davor zu verschließen. Die Frage ist nur, was genau ist eigentlich Pornografie? Pornografie ist überall, wenn man sie sehen will. Auch hier bei Pizza Pronto kann man sich Porno nur schwer entziehen. Dabei ist ein nackter Mensch nicht automatisch pornografisch. Was genau ist Pornografie? Das ist umstritten. Es gibt kein Gesetz, das Pornografie in Deutschland genau definieren würde. Was man üblicherweise darunter versteht, wird in der Rechtswissenschaft meist als einfache Pornografie bezeichnet. Es wird echter Sex gezeigt und es gibt Großaufnahmen von erigierten Penissen. Als erigiert gilt ein Penis übrigens ab 45 Grad. Außerdem werden die inneren Schamlippen gezeigt. Ein weiteres Kriterium, die Aufnahmen dienen hauptsächlich der sexuellen Erregung. Die Rechtswissenschaft unterscheidet zwischen dieser einfachen und der harten Pornografie. Die ist verboten. Sie zeigt Sex mit Tieren oder Gewalt. Was Gewalt ist, ist nicht genau definiert. Pornofilme mit unter 14-Jährigen sind Kinderpornografie. Bei 14- bis 18-Jährigen ist es Jugendpornografie. Bei beiden ist allein der Besitz strafbar. Zurück zur einfachen Pornografie. Die ist in Deutschland seit 1975 straffrei. Sie darf aber nur über 18-Jährigen mit deren Einwilligung gezeigt werden. Ein Problem: Die meisten Internetangebote kommen aus dem Ausland und haben keine zuverlässige Altersbeschränkung. Wie viel Pornografie konsumieren wir? Sicher ist, durch das Internet ist Pornografie jederzeit und fast überall zugänglich und wird so viel konsumiert wie noch nie. Allein auf einer prominenten Pornoplattform wurden 2016 über 4,5 Milliarden Stunden Pornofilme geschaut. Das sind über 500.000 Jahre. Es fehlen Daten, wie viele Stunden Pornos im gesamten Internet geschaut werden. Ziemlich sicher ist, dass mehr als die Hälfte der Pornos an Werktagen zwischen 9 und 17 Uhr konsumiert werden. Sicher ist auch, Pornos werden hauptsächlich von Männern geschaut. Wie viele Frauen Pornos gucken, ist nicht klar. Untersuchungen gehen von 10-30% aus. Genauso sicher ist, dass immer mehr Pornos produziert werden. Laut einer Hochrechnung wird allein in den USA alle 39 Minuten ein neuer Porno gedreht. Wie viele weltweit produziert werden, ist schwer zu sagen. Die Pornowirtschaft soll nach Schätzungen 70 bis 100 Milliarden US-Dollar Umsatz pro Jahr machen. Und das ist nur der Umsatz aus den legalen Geschäften. Pornografie ist überall.
So viel dazu, was Pornografie eigentlich ist. Es ist vor allem ein Riesenmarkt. Und zurück zur Frage, was machen Pornos mit uns? Eine Antwort ist, Pornos verunsichern uns. Zum einen, weil man vielleicht merkt, wie simpel man durch Filme oder Bilder erregt werden kann. Das ist ein seltsames Gefühl für einen aufgeklärten, rationalen Menschen. Zum anderen, weil wir gleichzeitig ahnen und teilweise auch wissen, dass bei der Herstellung von Pornos oft auch Gewalt und Missbrauch am Filmset eine Rolle spielen. Mal abgesehen von den gesundheitlichen Folgen, wenn man als Darsteller ohne Kondom dreht. Auch das gehört zum Alltag. Zumindest weiß man das aus den USA. Und dort werden Pornoproduktionen noch sehr gut kontrolliert. Man braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, wie schlimm es in anderen Ländern aussieht. Und trotzdem gibt es diesen Riesenmarkt für Pornografie. In Deutschland wird mit dem Verkauf von Pornos im Jahr etwa 5-mal mehr Umsatz gemacht als mit dem Verkauf von Kinokarten. Da fragt man sich, ist das eine typisch menschliche Eigenheit, dass man sich von Pornografie erregen lässt? Oder geht es Tieren ganz ähnlich? Sind die auch sexuell erregbar, wenn sie ihren Artgenossen bei der Paarung zusehen? Was macht müde Pandamänner munter? Forscher aus China und Thailand versuchten es mit Pornos. Pandas schauen Pandas beim Sex zu. Mit den Videos wollten die Forscher paarungsfaule Tiere stimulieren. Die Idee? Was Menschen erregt, könnte auch die seltenen Bären heiß machen. Tatsächlich zeugten einige Tiere anschließend Nachwuchs. Ob das an den Videos lag oder Zufall war, lässt sich nicht nachweisen. Grundsätzlich gibt es bislang keine direkten Beweise dafür, dass Pornos Tiere anregen können. Wissenschaftler vermuten aber, dass den Videos etwas Wichtiges fehlt. Der Geruch von paarungswilligen Artgenossen. Bei den meisten Tieren kommt die Lust nicht durchs Gucken, sondern durchs Riechen. Gilt das auch für unsere nächsten Verwandten? Oder reicht bei ihnen der visuelle Reiz ähnlich wie bei uns? Ein Experiment im Stuttgarter Zoo Wilhelma könnte diese Frage beantworten. Im sogenannten Bonobo-Kino können die Menschenaffen selbst bestimmen, was sie gucken. 5 Kanäle stehen zur Wahl. Darunter Spielen, Fressen und Sex. Eine Erkenntnis der Wissenschaftler aus den letzten Jahren ist, dass wir bei Menschenaffen davon ausgehen müssen, sie versetzen sich in die Lage Agierender, die sie in einem Film sehen. Und sie können zum Beispiel wahrnehmen, wenn jemand in Not ist. Sie können sogar so weit gehen, dass sie in der Situation wissen, ich muss Hilfe rufen. Und das sind alles Fragestellungen, die dann sehr nah an uns Menschen natürlich rangehen. Und darum ist es bei Bonobos, die uns so nah verwandt sind, besonders interessant, mit sowas anzufangen. Bonobos verarbeiten Filme ähnlich wie Menschen. Sie besitzen wahrscheinlich auch einen speziellen Zelltyp im Gehirn, der dabei eine wichtige Rolle spielen soll. Die sogenannten Spiegelneuronen. Diese könnten ihnen ermöglichen, Emotionen aus Videos auf sich selbst zu übertragen. Ob die Tiere hier auch ähnliche Sehgewohnheiten haben wie Menschen? Und ob sie sich besonders für den Sexkanal interessieren? Diese Fragen sind noch offen. Die Studie hat gerade erst begonnen. Erste Hinweise liefern Untersuchungen aus den USA. Dort zeigten Forscher unter anderem, dass männliche Affen auf ihren Lieblingssaft verzichten, wenn sie stattdessen weibliche Hinterteile ansehen dürfen. In Stuttgart gibt es bislang nur eine sichere Erkenntnis. Die Besucher schauen den Tieren gerne beim Kinogucken zu. Ob dabei das Programm eine Rolle spielt, ist unklar. Natürlich kann keiner sagen, was die Affen denken oder fühlen, wenn sie sich Pornos von Artgenossen ansehen. Aber es gibt erste Studien bei Menschen. Wissenschaftler wollen herausfinden, wie Lust entsteht und erfahren dabei, warum Pornografie das mit uns macht, was sie macht. Auf geht's nach Porno. Porto. Wir sind in der Stadt Porto in Portugal. Hier an der Uni besuchen wir ein Sexlabor, eines der wenigen weltweit. Eine Frage der Forscher? Wie läuft sexuelle Erregung eigentlich genau ab? Dazu lassen sie Probanden Pornos schauen.
Wir messen zwei verschiedene Dinge. Das eine ist die körperliche Reaktion, bei der es um die genitale sexuelle Antwort geht, also die Erektion beim Mann und das Feuchtwerden bei der Frau. Und außerdem messen wir den subjektiven Grad der Erregung und der Freude, also wie sich die Männer und Frauen fühlen, während sie sich Pornofilme anschauen. Mit unserer Fernsehkamera können wir natürlich nicht bei einer echten Messung dabei sein. Daher haben wir Probanden für eine Demonstration mitgebracht. Der Ablauf ist jedoch der gleiche wie sonst für eine Studie. Die Forscher interessieren sich zunächst dafür, wie sehr die Genitalien der Probanden reagieren. Bei den Männern wird das mit einer Art Penisschlaufe gemessen. Sie wird über den Penis gezogen und misst seinen Umfang. Wenn der Penis irrigiert, nimmt der Umfang zu. Nach der Einweisung haben die Probanden Zeit, die Messgeräte selbst anzulegen. Um einen nachvollziehbaren Reiz zu haben, nutzen die Wissenschaftler übrigens nicht irgendwelche Pornoclips aus dem Netz, sondern Videos, die vorher auf ihre Tauglichkeit getestet wurden. Hier steigt die Messkurve zunächst leicht an. Das bedeutet, der Durchmesser des Penis wird langsam größer. Rund 3 Minuten dauert ein Pornoclip. Und so sieht eine typische männliche genitale Erregung aus. Grau markiert die Zeit, in der Porno zu sehen war. Direkt im Anschluss füllen die Probanden einen Fragebogen aus. Damit wollen die Wissenschaftler unter anderem die subjektive Erregung bestimmen. Sie fragen zum Beispiel, wie sexuell erregt haben Sie sich gefühlt? Oder wie stark haben Sie Ihre genitale Erregung wahrgenommen? Bei den Frauen ist es etwas komplizierter, die genitale Erregung zu messen. Als Maß gilt die Durchblutung der Vagina, denn auch sie schwillt an. Diese Messsonde wird in die Vagina eingeführt. Das rote Licht wird von der Vagina-Schleimhaut reflektiert und von einer Fotodiode eingefangen. Je stärker die Haut durchblutet ist, umso mehr Licht wird reflektiert. Da die Durchblutung vom Pulsschlag abhängig ist, zeigen die Messwerte immer einen Auf und Ab. Die Höhe des Ausschlages ist dann das Maß für die Erregung. So sieht eine typische Kurve für die weibliche genitale Erregung aus. Grau markiert ist wieder die Zeit, in der der Porno zu sehen war. Auch die Frauen sollen sich selbst einschätzen. Wie sehr fühlten sie sich sexuell erregt und wie stark empfanden sie eine genitale Erregung? Der Vergleich zwischen genitaler Messung und subjektiver Einschätzung zeigt Überraschendes. Die Ergebnisse zeigen uns, dass die genitale sexuelle Antwort, also die Erektion bzw. das Feuchtwerden bei den Frauen, nicht immer mit der subjektiven Antwort übereinstimmen. Also wie stark sich die Person erregt gefühlt hat und Spaß hat, wenn sie Pornofilme schaut. Und viele Studien haben gezeigt, dass bei den Frauen diese Diskrepanz tendenziell größer ist als bei den Männern. Vor allem bei Frauen kann es also vorkommen, dass sie zwar genital erregt sind und feucht werden, sich jedoch nicht erregt fühlen. Bei Männern ist das eher selten. In Porto gehen die Wissenschaftler noch einen Schritt weiter. Sie fragen auch nach den Gedanken und Emotionen, nicht nur nach der Erregung, und messen zusätzlich die Augenbewegung der Probanden. Wo schauen sie hin? Auf die gezeigten Genitalien? Auf die beteiligten Personen oder auf neutrale Gegenstände. Die Daten zeigen einen Zusammenhang zwischen der Art, wie Menschen einen Pornofilm anschauen, und dem Grad, wie sehr sie erregt werden. Für die Forscher ist das ein wichtiger Hinweis, denn damit kommen sie ihrem eigentlichen Ziel näher, Menschen mit sexuellen Dysfunktionen zu helfen. Unsere Forschungen zeigen, dass der wichtigste Aspekt beim Sexleben die Gedanken sind und die Gefühle, die Menschen haben. Wenn sie es schaffen, Strategien zu entwickeln, um ihre sexuellen Gedanken zu fokussieren,
auf den Partner einzugehen. Und wenn sie mehr positive Gedanken haben, dann hilft es ihrem Sexleben und ihrer sexuellen Befriedigung. Pornografie für die Erforschung von Lust und Erregung. Wir finden das eine gute Idee und sind überrascht, wie sachlich es in einem Sexlabor zugeht. Hätten Sie gedacht, dass sich sexuelle Erregung bei Frauen und Männern so unterschiedlich zeigt? Das belegt auch eine kanadische Untersuchung. Da haben die Forscher Männern und Frauen Filme vorgeführt mit Bonobo-Affen, die Sex haben. Das irritierende Ergebnis: Bei den Frauen wurde tatsächlich Erregung gemessen. Allerdings war das nur eine körperliche Reaktion. Vom Gefühl her waren sie genauso wenig erregt wie die Männer, die sich diese Filme ja auch angeschaut hatten. Das war zunächst völlig rätselhaft für die Wissenschaftler. Die Forscher gingen nämlich nicht davon aus, dass die Frauen tatsächlich ein sexuelles Interesse an Bonobos hatten. Sondern, und das ist jetzt eher bedrückend, hinter diesem Phänomen vermuten einige Wissenschaftler einen Schutzmechanismus. Eine feuchte Scheide ist weniger verletzungsgefährdet bei ungewolltem Geschlechtsverkehr oder einer Vergewaltigung. Und das bringt uns direkt zu einem Dreiklang, den man immer wieder hört. Sex, Gewalt, Porno. Existiert da ein Zusammenhang? Fördern Pornos sexuelle Gewalt? Es gibt da keine eindeutigen Antworten. Auf der einen Seite werden zum Beispiel hier in Deutschland sexuell motivierte Straftaten seltener, obwohl immer mehr Pornos geschaut werden. Auf der anderen Seite zeigen Studien, dass ein Teil der Sexualstraftäter vor ihrer Tat Gewaltpornos geguckt hat. Das erinnert ein bisschen an diese ungeklärte Frage, ob Gewaltvideos oder Computerspiele Gründe sind, dass Jugendliche zu Amokläufern werden. Auch darauf gibt es keine eindeutige Antwort. Sicher ist, dass Männer häufiger Pornos gucken als Frauen. Bei unserer Umfrage gaben 98% der Männer an, zumindest gelegentlich Pornos zu sehen. Bei den Frauen waren es 72%. Das sind übrigens mehr Frauen, als in anderen Statistiken auftauchen. Klar, wer bei uns mitgemacht hat, ist für das Thema offen und interessiert. Es zeigt aber auch, wie schwer es ist, an repräsentative Pornonutzungsdaten zu kommen. An denen mangelt es in der ernsthaften Forschung überall. Aber warum werden Männer nun von Pornos sexuell erregt? Wissenschaftler erklären sich das so. Männer wollen ihr Erbgut möglichst breit streuen. Evolutionsbiologisch klar im Vorteil ist derjenige, der sich durch einfache visuelle Reize zuverlässig erregen lässt. Denn wer mehr oder weniger auf Knopfdruck paarungsbereit ist, kann sein Sperma bei jeder sich bietenden Gelegenheit verteilen. Für Frauen dagegen ist es wichtig, bei einem potenziellen Partner erstmal genauer abzuschätzen, ob sich 9 Monate Schwangerschaft und Aufzucht des Nachwuchses lohnen. Aber die Wissenschaft hat noch mehr Unterschiede zwischen Männern und Frauen beim Pornografiekonsum herausgefunden. Und die kommen einem irgendwie bekannt vor. Wie war das mit den Essen und den Klischees? Die Geschmäcker von Männern und Frauen sind unterschiedlich. Beim Essen kennt man das. Das Klischee, Männer lieben Fleisch, Frauen brauchen das davor, danach und drumherum. Ist das beim Pornokonsum etwa genauso? Dazu gibt es tatsächlich Forschung. Und danach spielt schon die Auswahl des Films eine Rolle. Das haben niederländische Wissenschaftler herausgefunden. Sie haben Frauen zuerst Pornos gezeigt, die von weiblichen Produzenten gemacht wurden. Dann fragten die Forscher, wie erregend die Filme für die Frauen waren. Das Ergebnis: Von Frauen gemachte Pornos kamen bei den Probandinnen gut an. Sie beschrieben die Filme als lustig, aufregend, sinnlich. Dann wurden Pornos gezeigt, die von Männern produziert worden waren. Die schnitten schlechter ab. Die Probandinnen beurteilten diese Filme als ordinär, banal, sexzentriert, entsetzlich. Oft empfinden Frauen bei diesen Männerpornos sogar Scham. Der vermutete Grund? In den Männerpornos geht es schnell zur Sache. Die Filmemacherinnen hingegen legten viel Wert auf das Vorspiel. Sie wissen, Frauen brauchen Geschichten, damit sie erregt werden. Etwas, was erzählt und nicht nur angeschaut wird. Um Appetit zu bekommen, brauchen Frauen etwas länger und zeigen Liebe zum Detail, eben wie beim Essen. Das ist bekannt. Klischee erfüllt.
Aber selbst wenn beide Appetit auf das Gleiche haben, heißt das noch lange nicht, dass Mann und Frau auch die gleichen Dinge im Auge haben. Wer guckt also wohin? Und gucken Männer tatsächlich nur auf das eine? Amerikanische Forscher haben das mit sogenannten Eye-Tracking-Brillen untersucht. Die zeichnen die Augenbewegungen von Frauen und Männern auf beim Pornogucken. Männer blickten hauptsächlich auf den Körper der Hauptdarstellerin, deutlich seltener in ihr Gesicht. Den Mann schauten sie weniger an. Anders die Frauen. Sie schauten nicht nur auf den männlichen Schauspieler, sondern genauso häufig auf die Pornodarstellerinnen. Der Grund? Männer schauen vor allem, ob der Körper der Darstellerin sie anmacht. Den Mann im Porno denken sie sich weg. Frauen jedoch sehen sich selbst als die Frau in dem Film. Darum wollen sie sehen, ob der Hauptdarstellerin gefällt, was dort passiert. Das ist wieder wie beim Essen. Wenn Männer das Fleisch appetitlich finden, interessieren sie die Beilagen eher weniger. Für Frauen zählt der gesamte Teller, die Beilagen genauso wie das Fleisch. Aber wie steht es mit der Abwechslung? Ist die für beide gleichbedeutend? Auch dazu gibt es eine Studie. In der mussten Männer und Frauen über 4 Tage einmal täglich denselben Pornofilm schauen. Bei Männern und Frauen nahm die Erregung durch diese immer gleiche Sequenz von Tag zu Tag ab. Am 5. Tag wurde dann ein neuer Film gezeigt. Entweder mit neuen Schauspielern in der gleichen Szene oder aber ein Film mit den gleichen Schauspielern in einer neuen Szene. Männer wurden dabei eher von neuen Darstellern in der gleichen Situation erregt. Frauen hingegen fanden es spannender, das gleiche Paar noch einmal in anderen Szenen zu sehen. Auch bei Pornos mögen es Frauen offenbar, wenn die Geschichte weitergeht. Eine Vertrautheit zwischen den Darstellern entsteht. Männern ist so etwas beim Pornogucken weniger wichtig. Kaum verwunderlich und nun wissenschaftlich bestätigt. Nicht nur beim Essen, auch beim Pornokonsum ticken Frauen und Männer unterschiedlich. Na, da haben sich wieder alle Klischees wissenschaftlich bestätigt. Apropos Klischee, wie ist es eigentlich mit dem Männer- und Frauenbild, das durch Pornografie verbreitet wird? Also Männer sagen immer, wo es lang geht, Frauen als willige Objekte, Männer mit riesen Penissen, Frauen mit riesen Gestöhne. Kann Sex nur so Spaß machen? Bei unserer Online-Umfrage gehen die meisten Teilnehmer davon aus, dass sich ihr eigenes Männer- und Frauenbild nicht ändert durch den Konsum von Pornos. Diese rationale Haltung trauen sie der Gesellschaft allerdings nicht zu. Mehr als 50% sind der Ansicht, dass das Frauenbild in der Gesellschaft durch Pornos negativ beeinflusst wird. Jeder hält sich selbst für aufgeklärter und souveräner als die anderen. Aber das ist kein neues Phänomen. Apropos nicht neu, wir sind der Frage nachgegangen, seit wann gibt es eigentlich Pornografie? Anfang des 18. Jahrhunderts machen Archäologen am Fuße des italienischen Vulkans Vesuv eine außergewöhnliche Entdeckung. Es sind die Überreste der römischen Stadt Pompeji, die im Jahr 79 nach Christus unter der Vulkanasche begraben wurde. Was sie finden, verstört sie. Das explizite Material zeigt, dass das Leben im antiken Rom, kurz bevor der Vulkan ausbrach, sexuell besonders freizügig gewesen sein muss. Ein Schock für die prüde Gesellschaft des 18. Jahrhunderts. Man schließt die Darstellungen in einem geheimen Museum weg. Die große Angst im 18. Jahrhundert, als die Darstellungen von Pompeji entdeckt worden sind, war, dass wenn man sie dem einfachen Volk, dem sogenannten ungebildeten Volk, zugänglich machen würde, dass das Volk dann seine sexuellen Triebe und Lüste nicht mehr kontrollieren könnte und sich nur noch mit Sexualität beschäftigen würde. Jakob Pastötter hat zur Geschichte der Pornografie geforscht und festgestellt, die sexuell expliziten Darstellungen waren für die Römer vor 2000 Jahren weder schmuddelig noch pornografisch.
Im alten Rom wurden diese Darstellungen sicher nicht zur Masturbation genutzt. Sie waren vielmehr Objekte einerseits der Zurschaustellung von Luxus und andererseits der Zurschaustellung dessen, was man als gutes, als erfülltes, als lustvolles Leben betrachtet hat. Damals hingen oder standen diese Abbildungen offen in normalen Wohnräumen. Im 18. Jahrhundert undenkbar. Bilder mit Menschen, die Sex haben, wären im Geheimen betrachtet worden. Warum war das so? Am Schamgefühl an sich konnte es nicht liegen, das gab es schon immer. Doch wofür man sich schämt, das muss sich verändert haben. Spielte die Kirche eine Rolle? Sie hatte unter anderem philosophische Strömungen übernommen, die damals als modern galten. Wer fortschrittlich sein wollte, wandte sich von allem Irdischen ab. Also auch vom eigenen Körper und seinen Bedürfnissen, wie Sex. Die Triebfeder dahinter war, dass man gesagt hat, die Welt hier ist der Ort des Vegetierens. Alles, was hier mit dieser Welt zu tun hat, Essen, Trinken, Sex, das ist etwas, was wir am besten ganz abschaffen sollten, im Sinne einer Askese, die es uns dann ermöglicht, wenn wir besonders gut und asketisch gewesen sind, das Paradies im Jenseits zu genießen. Über viele Jahrhunderte veränderte sich der Umgang mit erotischen Bildern. Aus dekorativen Motiven für das Wohn- und Schlafzimmer im alten Rom wurden Bilder, in denen Sex meist negativ besetzt war. Spaß an Sexualität wurde zum Tabu. Aber trotz aller Kontrollversuche, die Lust an Sex kann den Menschen nicht verboten werden. Das hat damit zu tun, dass man allein auch schon durch das Christentum über etwa 1500 Jahre lang sehr intensiv versucht hat, diese Triebkräfte im Menschen unter Kontrolle zu bringen. Und das 17. und 18. Jahrhundert ist ja das sogenannte Zeitalter der Vernunft. Und die Vernunft ist, wie wir alle wissen, besonders anfällig dafür, dass die Sexualität sie überwältigt. Zur Vernunft kommt im 18. Jahrhundert der technische Fortschritt. Mit der Verbreitung des Buchdrucks wurde es für viele Menschen möglich, heimlich erotische Inhalte zu konsumieren. Die Geburtsstunde der Pornografie. Jede neue Medientechnologie wurde von nun an zur Verbreitung pornografischer Inhalte genutzt. Fotos, Filme, Internet. Eine Massenindustrie, die im antiken Rom unnötig gewesen wäre. Vielleicht werden diese Brillen mit Pornos irgendwann mal echten Sex ersetzen. Interessante Vorstellung. Überhaupt habe ich den Eindruck, dass das Internet extra für Pornografie gemacht worden ist. Dass es so ist, sieht man auch an den Internetregeln. Ja, sowas gibt's wirklich. Die waren zwar eigentlich nur als Scherz gedacht, aber in jedem Witz steckt ja auch ein bisschen Wahrheit. Regel Nummer 34 besagt, there's porn of it, no exceptions. Heißt so viel, wenn etwas existiert, dann gibt es auch eine Porno-Version davon. Und sollte es noch keine Porno-Version geben, dann wird diese Lücke sicherlich bald geschlossen werden. Das ist übrigens Internetregel Nummer 35. Der Vertrieb übers Netz ist um einiges unkomplizierter als zu VHS- und DVD-Zeiten. Und jeder, der will, kann heutzutage ein Porno drehen. Denn die Technologie dafür hat fast jeder zu Hause. Kamera und Internet. Ganz oft ist es so, dass neue Technologien für das Militär entwickelt worden sind, wie der Vorläufer des Internets, und die Pornoindustrie diese neuen Technologien dann für ihre Zwecke nutzt. Bei diesen VR-Brillen ist es genauso. Entwickelt für das Militär, damit Soldaten aus der Ferne Einsätze machen können, die vor Ort zu gefährlich gewesen wären, setzt die Pornoindustrie auf genau diese Technologie, damit man beim Pornosehen das Gefühl hat, richtig mit dabei zu sein. Der Markt für Virtual Reality Pornos soll allein in den USA bis 2025 auf 1 Milliarde Dollar wachsen. Unglaublich. Wahrscheinlich lässt sich nur noch mit Drogen mehr Geld verdienen als mit Pornos. Was die Frage aufwirft, kann man eigentlich von Pornos abhängig werden? Wenn Porno eine Droge wäre, dann müsste das Gehirn ja reagieren wie bei einem Drogenabhängigen. Der Stoff ist unbegrenzt verfügbar. Er kostet fast nichts und die meisten haben ihn schon probiert. Hemmungen beobachtet Rudolf Stark nur noch selten. Während es früher etwas war, was sicher auch stattgefunden hat, Pornografiekonsum, war es eben entsprechend absolut nicht üblich zu sagen, ich
konsumiere Pornografie, während heute offensichtlich es möglich ist, schon zum Beispiel auf Partys irgendwie im Hintergrund Pornografiefilme laufen zu lassen, ohne dass das zu großen Protesten führt. Rudolf Stark und sein Team erleben Männer, es sind fast nur Männer, die mit dem Überangebot nicht klarkommen. Sie können ihren Pornokonsum nicht mehr kontrollieren. Warum das so ist, beginnt man erst allmählich zu begreifen. Deshalb sucht man hier nach Reaktionen auf Pornografie im Gehirn. Ist Pornografie für das Gehirn wie eine Droge? Wie beeinflusst sie die Emotionen? Also es hat uns interessiert, wie eigentlich Emotionen im Gehirn stattfinden. Und über Bilder kann man ganz gut Emotionen erzeugen. Negative Bilder machen eben zum Beispiel sowas wie Ekel und Angst. Und positive Emotionen kann man zum Beispiel auch über Erotika erzeugen, die offensichtlich dann einen positiven Effekt auslösen. Alles okay bei Ihnen? Okay, super, dann startet jetzt das Experiment. Der junge Mann im Scanner schaut nun ausgesuchte Pornos. Drogen wie Alkohol oder Zigaretten würden spezielle Reaktionen im Gehirn auslösen. Und tatsächlich beobachtet der Forscher auch jetzt diese Reaktionen im sogenannten Belohnungssystem. Da sieht man doch einiges an Aktivität hier. Da wird Dopamin ausgeschüttet und offensichtlich führt dieses Dopamin dazu zu einem sehr starken Handlungsdruck. Das kann zum Beispiel bedeuten, im Fall von Pornografie wieder eben hier Pornografie zu konsumieren. Dopamin wird auch als Glückshormon bezeichnet. Eigentlich ist es ein Antreiber, immer mehr zu verlangen. Noch mehr Bilder, noch mehr Reize. Das Experiment wird nun erweitert. Ein blaues Quadrat eröffnet jede Pornosequenz. Wie nicht anders zu erwarten, reagiert auch jetzt das Belohnungssystem. Der Ablauf wird mehrmals wiederholt. Auf Blau folgen Pornos. Dann wird dem jungen Mann nur noch das blaue Quadrat gezeigt. Und tatsächlich, das Gehirn reagiert. Auch ohne Porno. Also es ist eine Erwartung, dass eben jetzt nach einem blauen Quadrat ein erotisches Bild kommt. Und wenn das nicht kommt, wird der Organismus unruhig, weil er eben eigentlich fest damit gerechnet hatte. Es gibt einen Handlungsdruck, weil man gewohnt war, dass eben bisher immer Pornografie konsumiert worden ist. Also sagt das Gehirn, hier, in der Vergangenheit wurde jetzt immer Pornografie konsumiert, du musst jetzt wieder Pornografie konsumieren, weil das war für mich belohnend. Irgendwann reicht also ein neutraler Auslöser, um an Pornos zu denken und Pornos zu verlangen. Das erinnert an das Verhalten von Süchtigen. Für den jungen Mann ist es vielleicht der Anblick des Computers oder des Smartphones. Rudolf Stark versucht, den Betroffenen zu helfen, denen es kaum mehr möglich ist, den Computer nicht anzuschalten, das Pornovideo nicht hochzuladen. Und man merkt, das entwickelt eine Eigendynamik. Ich bin nicht mehr Herr über mein Handeln, sondern es gibt offensichtlich einen so starken inneren Druck, dass ich eben Dinge machen muss, die ich eigentlich nicht will. Wir nennen das Kontrollverlust und das ist eine ganz zentrale Eigenschaft von Süchten. Die Betroffenen verlieren die Kontrolle über ihr Leben. Sie denken den ganzen Tag darüber nach, wann und wo sie Pornos konsumieren könnten. Das kostet Zeit und Energie. Sie sind nicht mehr in der Lage, regelmäßig zur Arbeit oder in die Schule zu gehen. Die wenigsten leben in einer intakten Beziehung. Da gibt es natürlich dann irgendwann einen Teufelskreislauf, wo man dann auch immer mehr versucht, sein Verhalten einzuschränken und dann immer mehr merkt, dass man das eben nicht schafft und daraufhin aus Verzweiflung eigentlich immer mehr auch in diese Gewohnheit wieder reinfällt und damit dann eben sich dieser Suchtzyklus richtig ausbildet. Rudolf Stark ist sich sicher, Pornografie kann süchtig machen und zu einer tiefen Depression führen. Aber er weiß auch, Pornosucht ist behandelbar. Mit einer Verhaltenstherapie, die dem Patienten zeigt, wie er die Kontrolle über sein Leben zurückgewinnen kann. Sucht oder nicht? Wie so oft beim Thema Pornografie mussten wir feststellen, es fehlt an eindeutigen Studien. Das Hauptproblem aller Pornostudien ist, es gibt keine Kontrollgruppe. Also wenn man sagen möchte, was Pornografie mit dem Gehirn von Männern einer bestimmten Altersgruppe macht, dann braucht man eigentlich eine Kontrollgruppe, die gleich groß ist, von Männern, die noch nie Pornos gesehen haben. Die gibt's aber nicht.
Noch schwieriger wird es, wenn die Gruppe, um die es geht, noch gar nicht volljährig ist. Dann verbietet sich eine wissenschaftliche Studie. Man darf Jugendlichen keine Pornos zeigen. Das ist strafbar. Schwierig also, wenn man die Wirkung beurteilen möchte. Aber 60% aller unter 18-Jährigen in unserer Umfrage geben an, mindestens einmal die Woche Pornos zu schauen. Ist das schädlich? Wissenschaftler haben dazu folgende Theorie. Unsere sexuellen Bedürfnisse und Orientierungen werden schon sehr früh geprägt. Jeder Mensch hat sein eigenes sexuelles Drehbuch. Das wird durch viele Einflüsse und Erfahrungen geschrieben. Wie verhalten sich die Eltern zueinander und wie zum Kind? Was sehen wir in Filmen? Was sehen wir in unserem sozialen Umfeld? Daraus bilden sich in uns sexuelle Skripte. Anders ausgedrückt, Drehbücher des Lebens. Sie bestimmen von frühester Kindheit an, was wir begehren und was uns erregt. Unklar ist, wie sehr lassen sich diese Drehbücher des Lebens durch Einflüsse von außen ändern. Kann aus einer Komödie eine Tragödie werden und umgekehrt? Eltern sorgen sich um ihre Kinder und ähnlich wie bei Cannabis und Alkohol fragen sie sich, was macht die Pornografie mit den Jugendlichen? Diese Schüler denken über den Unterschied zwischen Liebes- und Pornofilmen nach. Im Unterricht. Dabei dürften sie laut Gesetz Pornos noch gar nicht kennen. Die Realität sieht anscheinend anders aus. Mein erstes Porno habe ich, glaube ich, mit 16 gesehen. Also das war auch relativ früh, aber ich glaube nicht, bevor ich 11 oder 12 war. Ich fand es schon interessant irgendwo, weil das was ganz Neues war, aber ja, ich war schon echt angewidert. Müssen wir uns um die Kinder Sorgen machen? Theoretisch kann jeder Schüler mit einem Smartphone auch Pornos gucken. Zu Hause, unterwegs oder in der Schule. Was macht dieser leichte Zugang mit den Jugendlichen? Wir haben junge Menschen nach ihrer Meinung gefragt. Zuerst eine gängige Befürchtung: Pornos führen zu sexueller Verwahrlosung. Also Verwahrlosung ist ein bisschen hart, aber ich würde eher sagen, das desensibilisiert die Leute. Ich glaube schon, dass einige dazu, dass, oder dass Pornografie schon dazu führen kann, dass man sich ja anders im Sexualleben verhält. Nein. Pornografie führt zu Entdecken, zum Ausprobieren, zum Kennenlernen, aber nicht zur Verwahrlosung. Aber woher kommt dann dieses Vorurteil, das Erwachsene so gerne vortragen? Verwahrlosung von Jugend, ich denke, das kommt eigentlich aus einer Grundposition von ich fühle mich nicht wohl mit dem Thema und deshalb will ich das sozusagen abstreichen oder wegstreichen. Ob das Wissenschaftler genauso entspannt sehen? Wir fragen Andreas Hill. Er hat sich als Psychiater mit der Wirkung von Pornografie beschäftigt. Interessanterweise hat ja dieser leichte Zugang zur Pornografie nicht zu dem geführt, was man sexuelle Verwahrlosung der Jugend nennen kann, sondern alles, was diese Studien auch von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zeigen, ist ja, dass Alter des ersten Geschlechtsverkehrs nicht früher ist, auch Häufigkeit von Sex in der Jugend ist nicht früher, Jugendschwangerschaften haben nicht zugenommen. Also das, was man vielleicht befürchten könnte für die Allgemeinheit, dass es quasi so einen Dammbruch gibt und es gibt die sexuelle Verwahrlosung oder Generation Porno, alles ganz schreckliche Begriffe, finde ich, das ist ja alles nicht eingetreten. Aber vielleicht beeinflussen Pornos auf einer anderen Ebene. Was ist mit dem dargestellten Männer- und Frauenbild? Wird das übernommen? Ich hoffe, dass das niemand macht. Natürlich hat das auch einen gewissen Einfluss, besonders, wie ich finde, in jungen Jahren. Aber es wird doch eher das wieder gespiegelt, was sich hier schon vorfindet. Das ist ja klar. Also selbst wenn wir in einem Zeitalter sind, wo es immer mehr Gleichberechtigung gibt und auch den Feminismus, ist die Frau immer noch hat eine niedrigere Rolle in der Gesellschaft. Das kann schon sehr gefährlich sein, wenn da jemand nicht trennen kann und sagt, dass so muss man eine Frau behandeln. Das geht natürlich gar nicht. Ich glaube, das kommt sehr auf die Person an, wie sehr man sich davon beeinflussen lässt, wie das eigene Sexualleben aussieht und natürlich auch auf Alter und Reife. Was machen Pornos also mit denen, die noch sehr jung sind und kaum eigene Erfahrungen gemacht haben? Forscher gehen davon aus, dass bereits kleine Kinder ein individuelles Drehbuch für sexuelles Verhalten und Begehren besitzen. Darin sind auch die Geschlechterrollen enthalten. Bleibt die Frage, wie leicht können Pornos solche sexuellen Skripte umschreiben?
Ich glaube schon, dass sich sexuelle Skripte gerade auch in der Pubertät natürlich noch verändern und mit den Erfahrungen, die man da macht. Und da gibt es reale Erfahrungen mit realen anderen Menschen, aber es gibt natürlich auch die Erfahrungen mit der Pornografie. Und insofern bin ich fest davon überzeugt und dafür gibt es auch einige Belege, dass natürlich auch Pornografie sexuelle Skripte mit beeinflussen kann. Aber muss das immer schlecht sein? Jugendliche können einerseits durch Pornografie eigene Sexualität entdecken. Also das wäre sagen, im positiven Sinn, sagen, Freiräume entwickeln, ihr Spektrum erweitern. Aber es kann auch dazu führen, wenn sie viel und gängige Pornografie konsumieren, dass damit das Stereotyp, das in diesen Pornofilmen häufig gezeigt wird, übernommen wird oder geteilt wird oder zumindest als normal empfunden wird. Kann man denn Jugendliche vor diesen negativen Einflüssen schützen? Pornos gehören heute zur Sexualität und zum Erwachsenwerden irgendwie dazu. Muss man die Kinder dann nicht auch genauso darüber aufklären wie über Schwangerschaft und Verhütung? Wir besuchen die Konrad-Adenauer-Realschule in Landau, Rheinland-Pfalz. Hier unterrichtet Ursula Klein. Sie ist eine der wenigen, die sich traut, das Thema Pornografie mit ihren Schülern zu behandeln. Das Unterrichtsmaterial stellt eine EU-Initiative bereit, die Jugendlichen einen kritischen Umgang mit Online-Inhalten vermitteln soll. Die Schüler lernen zum Beispiel den Unterschied zwischen einem Liebes- und einem Pornofilm. Das ist natürlich in der Pornografie eher nicht. Da kommt es nicht auf künstlerische Aspekte an, sondern auf, was ihr ganz richtig da gesehen habt, Darstellungen, die sexuell erregen sollen. Die Lehrerin konfrontiert die Schüler mit Vorurteilen. Mädchen haben nicht so viel Spaß beim Sex wie Jungen. Also ich denke, es ist falsch, wenn man einen Freund hat, mit dem man darüber reden kann. Pornos sind vor allem frauenfeindlich. Männer werden eher realistisch dargestellt. Finde ich eher nicht, weil ich finde, beide werden ziemlich unrealistisch dargestellt. Diese Schüler fühlen sich aufgeklärt. Auch in Sachen Pornografie. Ja, ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass wenn man Pornos schaut, also ich finde jedem das seine, wenn einem Pornos gefallen, dann soll man Pornos schauen, wenn nicht, dann nicht. Aber dass man diese Unterscheidung zwischen dieser Fiktion und der Realität dabei nicht vergessen sollte. Und dass es eigentlich am schönsten ist, so eigene Erfahrungen zu machen, dass wenn man dann einen Partner zum Beispiel hat. Pornografie als Unterrichtsfach. Für viele sicherlich gewöhnungsbedürftig. Aber die meisten Jugendlichen scheinen damit gut klarzukommen. Offen und sachlich über dieses Thema zu reden, ist bestimmt hilfreicher, als nichts zu tun. Denn Pornos machen was mit uns. Sie können Menschen unglücklich, aber auch glücklich machen. Vielen Dank, dass Sie mir heute zugesehen haben. Ich mag das immer sehr gerne. Bis zum nächsten Mal hier bei Quarks und Kaspers. Das war großartig. Wenn Sie mehr davon haben wollen und wenn Sie mich nackt sehen wollen, dann drücken Sie bitte hier drauf. Nein, es war ein Witz. Ich bleib angezogen. Aber wenn Sie mehr sehen wollen, dann schon da drücken, weil das ist zum Abonnieren von unserem Channel.